herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Der Oktober ist ja jetzt wieder rum, deswegen gibt es heute das Manga-Update für den Oktober. Falls euch das Video gefallen sollte, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Falls ihr mehr sehen wollt, gerne ein kostenloses Abo. Und ich wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß bei dem Monats-Update. Wir fangen an mit Carlsen, denn da habe ich nur einen Manga. Und zwar ist das der hier, Dreaming Sun von Ichigo Takano. Das ist ja die Mangaka von Orange und... ja, ein toller Zeichenstil natürlich, wie in Orange auch. Und die Story an sich hat mir bis jetzt auch schon sehr gut gefallen. Es geht halt darum, unsere Protagonistin fühlt sich zu Hause nicht wohl, sie möchte weg und landet dann in einer Jungs-WG mit zwei Jungs, die in ihrem Alter sind und einem etwas älteren. Wobei etwas älter auch nicht stimmt, er ist Anfang 20, also jetzt nicht so alt, aber sie bezeichnet ihn gerne mal als Großvater. Ja, und da muss sie sich jetzt zurechtfinden in einer absoluten Jungs-WG. Ihr Herz macht auch Sprünge in dieser WG, denn einen Jungen mag sie besonders gerne. Und natürlich muss sie sich auch mit ihrer Familie auseinandersetzen, weil die nicht ganz damit einverstanden ist, dass sie dort wohnt. Und ja, das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Geschichte und ich bin wirklich sehr gespannt, wie es weitergeht, weil die Charaktere sind wieder sehr, sehr interessant, sehr lustig auch. Und das ist wieder ein Manga, jetzt wo man mehr schmunzeln kann als wie zum Beispiel bei Orange. Also der ist nicht ganz so... oh mein Gott, man weiß, da passiert was Schlimmes, sondern der ist mir so lustig und der ist auf jeden Fall ganz, ganz toll und ich kann es euch nur empfehlen, der ist toll. Dann war ich ja auf der Frankfurter Buchmesse dieses Jahr zum ersten Mal und da war ich im Bereich der fremdsprachigen Bücher. Vor allen Dingen hat mir der englischsprachige Bereich sehr gefallen, die ganzen Bücher und alles, aber es gab auch einen Manga-Bereich, beziehungsweise den englischsprachigen Tokyopop-Stand gab es da und da habe ich was richtig Tolles entdeckt. Und zwar diese beiden Schätzchen hier, Beauty and the Beast. Einmal The Beast's Tale und einmal Belle's Tale. Und oh mein Gott, die sind so toll. Das sind halt die Mangas zum Film sozusagen. Die wurden halt ja wirklich dem Film nachempfunden, der jetzt vor kurzem, also ja letztes Jahr halt rausgekommen ist. Die sind von Studio Dice und... Mallory Reeves und ja, die sind wirklich absolut schön gemacht, also toll gezeichnet, wirklich super nachempfunden, die Geschichte, wirklich dem Film, ja, halt angelegt, natürlich fehlen in einigen Stellen, weil in dem Manga kann man natürlich nicht so viel reinpacken, aber super, super gemacht, einfach toll und ich finde das auch super schön hier, das sieht super toll aus. Und ja, ich finde die richtig, richtig gut, ich habe schon geguckt, bei eBay, Quatsch, nicht bei eBay, bei Amazon kann man die kaufen für, ich glaube, 10 Euro, ich habe 5 Euro für die auf der Buchmesse bezahlt, weil die Frau am Stand nicht wusste, wie viel die dafür nehmen sollen. Normalerweise kosten die Mangas hier 10,99 Dollar. Aber ja, da sie halt nicht wusste, was sie in Euros dafür nehmen soll, habe ich die beiden für jeweils 5 Euro bekommen. Und ja, ich finde sie super toll und für Disney und Beauty and the Beast Fans ist das auf jeden Fall was, was man sich zulegen kann. Dann habe ich von Kase zwei Mangas gekauft und zwar auch auf der Buchmesse. Und zwar habe ich da einmal... Zeig mir, was Liebe ist von Nao Hinashi, Band 1. Hier gibt es auch so ja, Magnete bei. Ich hoffe, man erkennt, das ist ein Magnet. Und ja, der Manga an sich ist auch sehr niedlich. Ja, unsere Protagonisten sind halt so ein bisschen so anders, möchte man sagen. Vor allen Dingen er. Er ist so, ja, weiß ich nicht, er verhält sich nicht so wie so ein typischer Junge irgendwie. Alle haben irgendwie Angst vor ihm, aber er ist gar nicht so böse und... will aber auch nicht, dass alle denken, er ist nicht böse, weil das endet dann meistens schlimm. Und sie ist halt so, oh mein Gott, der ist wie so ein kleiner Igel, von außen stachelig, aber von innen eigentlich gar nicht. Und um den muss man sich kümmern. Und das übernimmt sie dann auch. Und das ist einfach eine total süße Geschichte. Die hat einen ganz, ganz tollen Zeichenstil. Also wirklich super süß. Auch ein bisschen anders mal als die anderen Zeichenstile, die man so kennt. Und einfach mega, mega niedlich. Und ich bin so gespannt, wie es weitergeht, weil bisher hat mir der erste Band sehr, sehr gut gefallen. Und der letzte von Kase ist This Lonely Planet Band 1 von Mika Yamamori. Den habe ich auch auf der Buchmesse gekauft und der hat auch so einen Magneten. Wie ihr seht, auch ein süßer Magnet. Und in dem Manga ist es so, unsere Protagonistin ist pleite, beziehungsweise ihr Vater ist pleite und sie wird als Hausangestellte bei einem Herren wohnen, einem Autor. Und sie geht davon aus, dass dieser Autor schon etwas älter ist. Ja, wohl eher nicht. Er ist ein paar Jahre älter nur als sie und ja, hält sie auf Trab und ja, bringt ihr Leben so ein bisschen durcheinander und zeigt ihr, wie schön noch das ist, nicht einsam zu sein. Und ist auf jeden Fall eine super, super süße Geschichte mit einem ganz, ganz tollen Zeichenstil auch. Der fällt auch halt so ein bisschen aus der Reihe und hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und auch da bin ich sehr gespannt, wie es weitergeht. Dann kommen wir zu Egmont. Da habe ich zwei neue Mangas und zwar einmal
Say I Love You, Band 1 von Kanai Hazuki. Da sind diese Match-Me-Cards drin. Ne? So. Das ist ja jetzt bei Egmont irgendwie neu. Und dann habe ich natürlich auch nicht nur den ersten, sondern auch den zweiten Band dieser Reihe gekauft. Und da sind auch nochmal Match-Me-Karten drin. Und ja, die Story fand ich wirklich bis jetzt super gut. Also das hat mir sehr, sehr gut gefallen bisher. Auch der Zeichenstil, den finde ich richtig toll. Und es ist halt so eine super süße Liebesgeschichte, die man so gar nicht erwartet hätte. Und die einfach, ja, mega niedlich ist. Und unsere Protagonistin hat eigentlich so gar keine Ahnung von Liebe und Gefühlen. Und sie kommt jetzt so langsam in diese Welt hinein, wird da reingeschlittert. Beziehungsweise schlittert da so rein. Und das ist super süß, das mit anzusehen, wie sie da... ja, ihre Gefühle kennenlernt, sich besser kennenlernt und das ist einfach eine total niedliche Geschichte und ich bin so gespannt, wie es im dritten Band weitergeht. Also die ersten beiden Bände waren wirklich schon mal sehr, sehr gut. Und dann kommen wir jetzt zu Tokyo Pop. Da habe ich als erstes Yona, Prinzessin der Morgendämmerung, Band 8 von Mizu Kusanagi. Der war wie immer sehr, sehr gut. Zeichenstil hat mir sehr gut gefallen und auch an sich die Story. Ich mag die ja sehr gerne. Yona ist ein toller Charakter und es gibt einfach ganz tolle Nebencharaktere auch. Und ja, es ist spannend zu sehen, wie es weitergeht und wie sich alles weiterentwickelt. Dann als nächstes habe ich hier Last Exit Love von Mayu Sakai. Das ist der vierte Band. Ich will mich verlieben, aber nicht in dich. Und oh mein Gott, dieser Band war richtig, richtig spannend. Also es ist halt so, dass einige Sachen rausgekommen sind, von denen unsere Protagonistin nicht gerechnet hätte, dass es so sein könnte. Und es war einfach super, super spannend. Mayu Sakais Zeichenstil ist absolut genial. Und die Story und dieser Band, das ist einfach super gewesen. Ich habe den so verschlungen und ich bin so gespannt, wie es weitergeht, weil das war echt so ein richtiger Cliffhanger, der jetzt hier war. Und ja, es war einfach ein super, super spannender Band. So, dann habe ich jetzt nächstes wieder eine neue Reihe. Und zwar Und wenn ich dich lieben würde von Yuki Shiraishi, der erste Band. Und das ist auch bis jetzt eine super interessante Geschichte. Also ich bin sehr gespannt, wie es da weitergeht. Es ist halt so, unsere Protagonistin ist in einen Basketballer verliebt, verkleidet sich deswegen als Junge und geht als Junge auf diese Schule jetzt und ist als Junge im Basketballclub, obwohl sie ja ein Mädchen ist und ja, möchte diesem Jungen halt nahe sein und das geht halt nicht als Mädchen, weil alle denken, sie kann kein Basketball spielen als Mädchen und ja, sie möchte diesem Jungen halt näher kommen, aber das Ding ist, ein anderer Junge findet heraus, dass sie ein Mädchen ist und verliebt sich in sie oder beziehungsweise möchte halt sie für sich gewinnen und jetzt ist da natürlich so ein Kampf für sie, dass er ihr nicht in die Quere kommt und sie an ihren Schwarm rankommt und dass auch keiner mitkriegt, dass sie eigentlich ein Mädchen ist. Und das ist super, super interessant und sehr lustig auch. Und ich bin so gespannt, wie es weitergeht, weil der erste Band, der hat mir echt super, super gut bis jetzt gefallen. Dann noch ein, ja, kein neuer Band, also kein erster Band, aber eine Fortsetzung von einer Reihe, auf die ich mich sehr, sehr gefreut habe. Und zwar Sparky Lion Boy, Band 2 von Yoko Maki. Und oh mein Gott, der war richtig schön. Der war super süß. Und es ist einfach so süß mit anzusehen, wie unsere beiden Protagonisten einfach immer mehr so... ja, von der Liebe kennenlernen, von Beziehungen kennenlernen, sich näher kommen, sich Hindernissen in den Weg stellen und das ist so niedlich und so toll gemacht und der Zeichenstil ist einfach so, 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 so süß und ein absolut guter Band gewesen, auf den ich mich echt mega gefreut habe und der mich nicht enttäuscht hat. Und dann haben wir auch schon den letzten und zwar Liar Prince and Fake Girlfriend von Rin Miyasa. Das ist auch ein erster Band. Der hat mich allerdings nicht so vom Hocker gehauen. Also erstens fand ich den Zeichenstil irgendwie auf dem Titel, fand ich den süß, aber irgendwie im Manga, also so an sich nicht mehr so toll irgendwie, weiß ich nicht. Der wirkte irgendwie so nach Grundschule, ich weiß auch nicht, der hat mich so dann nicht mehr so begeistert und auch die Geschichte an sich ist komisch irgendwie. Es ist halt so, unsere Protagonistin wird von allen als böse eingeschätzt, weil sie so einen Blick hat und kommt jetzt halt zu den super beliebten Schülern der Schule unter in so einem Wohnheim, in dem sie wohnen. Und die sind halt alle ganz anders, als sie eigentlich in der Schule vorgeben zu sein. Und irgendwie, weiß ich nicht, die Geschichte war ganz merkwürdig. Keine Ahnung, die hat mich auch so gar nicht gefesselt. Auch die Charaktere haben mich so gar nicht gefesselt. Und naja, ich lasse mich überraschen, wie es im zweiten Band weitergeht. Wenn der mich nicht umhaut, dann werde ich die Reihe, denke ich, direkt abbrechen, weil mich dieser Zeichenstil halt auch so gar nicht irgendwie... ja, anzieht und die Geschichte halt, wie gesagt, bisher auch nicht. Und ich lasse mich überraschen, den zweiten werde ich mir, denke ich, noch holen, um zu schauen, wie es so ist. Aber dann mal gucken. Ja,
das war's auch schon mit meinem Manga-Update. Wie gesagt, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und falls ja, lasst natürlich gerne einen Daumen nach oben da. Und dann hoffe ich natürlich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bye, bye!